verramscht. Was denn Knall? Du hast unser Lied verramscht. Jetzt noch lauter. Ja, freilich. Du bist so doof. Du weißt ganz genau, dass Bijou hypersensibel ist. Hier rein, Brust raus. Das ist mein Text. Meine Urheberschaft. Da steht sogar schwarz auf Gold. Ja, dein Text, aber meine Musik. Andi, das ist doch ein Kindergarten. Alles gut, Bijou. Mami ist ja da. Wie bist du überhaupt reingekommen? Hast du etwa noch einen Schlüssel fürs Haus, ha? Ja, freilich habe ich noch einen Schlüssel von dir. Sie hat ja auch ein Nachthemd von mir, ha? Da passt du doch sowieso nicht mehr rein. Mein Gott, Silke. Kleine Stimme, kleine Hupen, arm. Und Stevie, wir laufen die Aufnahmen. Bist zufrieden mit ihrem Blumen? Andi, komm, pack deine DVD und dann hau ab. Es ist keine 6 Uhr. Ich will meinen Anteil. Mein Anwalt hat mich angerufen. Der wollte sich um meine Tante Jemen kümmern. Der Stevie hat dich immer fair behandelt. Hat er nicht? Hat er doch. Der Stevie hat die Verwertungsrechte an Bier rein, Brust raus verkauft. Total bayert. Ohne mein Okay? Das geht gar nicht, wenn man das gar nicht da hat. Ja, Stevie, wie geht denn das? Wie kann man seine langjährige Partnerin hier so einen dreckigen Lappen über den Tisch ziehen, ha? Stevie? Hast du da irgendeine krumme Sache gemacht? Mausilein, ich muss mir doch am frühen Morgen nicht so einen Scheiß anhören. Du hast damals das Buyout mit unterschrieben. So schaut's aus. Das hab ich nicht. Du lügst. Nein, bitte. Bitte nicht. Bitte keine Tränen. Das ist genau der Grund, warum keiner mehr auf dich steht. Du bietest nur noch eine schlechte Show. Ich bring die um, Stevie. Ja, mach doch! Dann habe ich wenigstens meine Ruhe! Und deine DVD, die steckt doch im Player! Ja, genau! Einen schönen guten Morgen, das PK 21 Wollenberger am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Dennis Klemm hier vom Fitnesscenter Urban Activity. Hier sucht eine Frau einen Auftragskiller. Wie bitte? Ja, sie sucht einen Killer. Herr Klemm, ich frage Sie das jetzt bloß einmal. Wäre das ein Telefonscherz? Nein, wirklich, im Ernst. Gut, ich schicke jetzt Kollegen zu Ihnen ins Fitnessstudio. Soll ich Sie aufhalten? Nein, Sie halten bitte niemanden auf. Alles klar, ich warte. Da sucht eine Frau einen Auftragskiller. Ein Auftragskiller? Der Zeuge heißt Dennis Klemm, wartet im Fitnessstudio auf euch. Die Frau ist offenbar noch vor Ort. Ist verstanden, Wolle. Wir kümmern uns. Hände. Das ist wieder mal so die Kategorie, wir gehen auch dem dünnsten Hinweis nach. Ja, aber mal was Neues, ne? Ich meine, eine Frau, die im Fitnessstudio nach einem Killer sucht. Naja, andererseits. Andererseits? Ja, Claudia, wo soll die Frau denn sonst suchen? Beim Friseur oder was? Meine Güte. Tarek, ich schaff das auch ohne dich. Ich mach das schon. Weiter, langsam. Stopp. Steigen Sie mal bitte aus. Weg, du Depp! Tarek! Was war das denn? Schreib auf. Alles okay? Alles gut. HH14259. Der hat mich fast überfahren, Mann. Und wir brauchen einen RTW. Die können es direkt wieder zurückschicken. Ich habe ein super Bonding mit meinem Schutzengel. Wir stehen auf dem Hinterhofparkplatz, Heisestraße, Eckering 2. Einfall mit Person und Sachschaden. Jo, das ist verstanden. Peter 213, Anton. RTW wird angefordert. Okay. Also gut zugehört haben Sie mir gerade nicht, ha? Ein Blick von einem Experten schadet nicht, Frau. Naja, ist im Grunde ja nichts passiert, ha? Von daher würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wenn noch was ist, dann melde ich mich. Wiederschauen, gell? Moment mal, Sie wollen schon wieder fliehen. Was, ich? Fliehen? Ja, eben, Sie hätten mich fast überfahren. Was, wirklich? Ja. Mein Gott, Sie standen vielleicht im Gegenlicht, und besonders groß sind Sie auch nicht, ha? Also, fesch ja, aber groß. Und diese Dame da? Die hat sich bei Ihnen nach einem Auftragskiller erkundigt? Nein, nicht bei mir. Die Andi hat ganz gezielt einen harten Typen angesprochen. Und hat sie einen gefunden? Herr Klemm, bitte. Das muss jetzt nicht sein. Hat sie einen Killer gefunden? Ja, so einen Deutschtürken mit einem Drachentattoo auf der Schulter.
Mit dem stand sie vorhin duschen. Ich war nur ein paar Meter weiter, um Desinfektionsmittel für die Handspender zu holen. Und was haben Sie gehört? Die Andi hat gesagt, sie will, dass Stevie blutet. Und dann er, ich kann auch nasse Sachen. Aha. Nasse Sachen? Ja, nasse Sachen. Das heißt Auftragsmord. Okay. Und ist dieser Mann noch oben im Studio? Nee, der ist schon raus, vor 10 Minuten. Ganz gefährliche Type. Der hatte schon mal eine Waffe dabei. Wären Sie mit einem Alkoholtest einverstanden? Ich wäre gerade so schwach. Wie war denn das mit dem Notarzt? Kommt der noch? Der kommt. Entschuldigung, ich glaube, ich lege mich mal kurz hin, ja? Oh. Langsam, langsam. Oh. Wissen Sie seinen Namen? Nee, aber ich kann prüfen, welche Kunden sich heute früh eingecheckt haben. Wäre es möglich, dass Sie das gleich erledigen? Ey, was macht denn die Anni da? Herr Klemm, bitte. Außerdem hätte ich gerne den vollständigen Namen von dieser Andi. Wie jetzt? Sie kennen die Andi nicht? Andrea Rotschek? Bier rein, Brust raus, gib mir dein Respekt. Bier rein, Brust raus, oder ich bin weg. Bier rein, Brust raus, ich brauche einen Mann, der mich liebt. Ich lass mich nicht verbiegen und schon gar nicht belügen. Ich bin kein Profil, ich bin ein Mensch mit Gefühl. Und wenn es dir nicht passt. Ah, diese blöde Schlagertussi, die Sängerin von Wasserberg, das ist die? Oh. Ja, aber so blöd ist sie doch gar nicht. Ich meine, die ist ein bisschen auf dem Sinkflug, aber ich habe die mal auf dem Oktoberfest in Neumünster gesehen. Warte mal, du gehst auf ein Oktoberfest nach Neumünster? Ey, Leute, das war der Kracher. 5000 Leute, wirklich Wahnsinnsstimmung. Würdest du netterweise bei der Sängerin einen Bluttest auf Alkohol machen? Bier rein, Brust raus, gib mir dein Riss. Und du machst am besten gleich einen mit Frauke. Ein Killer für den Stevie, das ist doch absurd. Der Stevie? Der Stevie Töns, mein Ex-Mann. Hören Sie, wenn ich ein Problem mit meinem Mann hätte. Was für eins haben Sie denn? Hätte. Wenn ich ein Problem hätte, dann würde ich das persönlich mit ihm klären. Eine Andi Rotschek ist pfeilgrad raus, verstehen Sie? So typisch bayerischer? Ganz genau, er fasst. Hey Wolle. Eine Polas-Cewis-Anfrage zu Rotschek Andrea, 17.03.1978 in Warschau. Ich bin seit 21 Jahren deutsche Staatsbürgerin und Steuerzahlerin. Frau Rotschek, mit wem haben Sie sich heute früh im Fitnessstudio getroffen? Mit niemandem. Ah ja. Und wieso sind Sie dann so überstürzt vor uns vom Parkplatz geflüchtet? Ich habe Sie nicht gesehen, wegen der Sonne, das habe ich schon gesagt. Über was reden wir denn hier eigentlich? Mein Auto hat ein Schrammel, Herrschaftszeiten würden die nieder. Okay, danke, Wolle. Sie haben gar keinen Führerschein. Patsch, ertoppt. Frau Rotschek hat wegen wiederholter Geschwindigkeitsübertretung für einen Monat ihren Führerschein abgegeben. Was sagen Sie denn dazu? Ja, deshalb bin ich so schnell vom Parkplatz runter. Ich wollte nicht, dass Sie... Ja, ich habe Sie gesehen, bin eine Deppert. Ich wollte halt nicht, dass Sie mich erwischen. So ohne Führerschein. Frau Rotschek, es gibt einen Zeugen, der gesehen hat, wie Sie heute Morgen sehr intensiv mit einem Mann im Fitnessstudio gesprochen haben. Er hat ein Drachentattoo auf dem Oberarm. Es geht um nasse Sachen. Um Auftragsmord. Nasse Sachen. Oh mein Gott, seid ihr lieb. Das war irgendein Fan, der wollte keine nassen Sachen, der wollte ein Selfie machen. Ein Selfie hätte ich auch gerne noch. Und ein Autogramm, bitte. Ah, ja. Hier. Wenn Sie das erledigt haben, dann müssten wir auch zum Röntgen, ja? Wie heißt denn dieser Mann? Name, Vorname, Spitzname? Er ist Deutsch-Türke. Mein Gott, da ist jetzt namenstechnisch nichts hängen geblieben. Cem, Chen, Cho. Cho. Okay, gut, Frau Rotschek. Auch den Fan werden wir finden. Hm. Und Herr Koban, was über mich und den Stevie in den Zeitungen gedruckt wird, bitte glauben Sie nicht alles, was da drin steht. Ja, wir müssten dann zum Röntgen. Ich habe ein Autogramm. SOS, Sängerin Andi, mein Herz ist gebrochen. Schlagerstar Andi Rotschek spricht über ihr Scheidungstrauma und die große Angst, nie wieder vertrauen zu können. Da geht es um verletzte Liebe. Ja, ja, und um die Kohle. Stevie Töns hat Andi schon zweimal wegen Hausfriedensbruch angezeigt, weil sie bei ihm nach Kohle gesucht hat. Franz, bei den beiden sind richtig die Fetzen geflogen. Franzi, mich interessiert dieser Scheiß nicht.
Absturz von Wolke 7. Sängerin Andy Rotschek findet Nacktbilder von ihrem Mann Stevie Turns und ihrer besten Freundin Silke. Autsch. Das ist hoffentlich Arbeit. Ja, Fall Rotschek. Wolf, das sind Untiefen. Also die beste Freundin Silke, die hat bei Andy und ihrem Mann im Haus gewohnt. Essen, Kleidung, alles gekriegt. Und die hat sich angezogen wie die Zwillingsschwester. Ist der angebliche Killer schon identifiziert? Wir sind dran. In das Studio kommt man nur mit Mitgliedsausweis. Die Daten werden alle elektronisch erfasst. Die beste Freundin Silke, die hat einen Hund. Die ist auf den Sexbildern mit drauf. Die sind doch pervers, oder? Ach, Claudia, komm, die erzählt doch nur Mist. Die geht ohne Klamotten ins Fitnessstudio. Die hat eine Verabredung mit dem Kerl, der ihren Mann umbringen soll. Also ich finde, wir sollten auf jeden Fall das LK einschalten wegen des Personenschutzes. Claudia, sag doch auch mal was. Ach, Tarek, die Rotschek ist vielleicht ein bisschen überspult, ja? Ein bisschen sehr viel Frohsinn, ein bisschen sehr viel Augenaufschlag. Plastik. Bei der ist überhaupt nichts original. Also das weiß ich nicht. Ich meine, die kommt als sehr junges Mädchen in ein ihr völlig fremdes Land. Ich bin mir sicher, dass sie sich ihren Beruf und ihre Karriere hat hart erarbeiten müssen. Bier rein, Brust raus. Super Karriere. Die ist zu clever, um im Fitnessstudio nach einem Killer zu suchen. Die ist überhaupt viel zu clever, um sich mit so einer hirnrissigen Aktion ihr gesamtes Leben zu versauen. Ist Frau Rotschek hier langgekommen? Mm-mm. Sie ist in der Radiologie. Ich habe sie ins Röntgenzimmer gebracht, bin raus und plötzlich war sie weg. Zu clever, hä? Kommt! Oh, zack, hier durch, zack. Der Mann, mit dem Andrea Rotschek gesprochen hat, konnte durch das Fitnessstudio nicht identifiziert werden. Ist er nicht in der Datei? Er muss sich wohl mit einer anderen Kundenkarte Zutritt verschafft haben. Ja, der Mann verschleiert seinen Namen. Der besitzt eine Waffe. Woher wisst ihr das? Das sagt der Mitarbeiter aus dem Fitnessstudio. Okay. Hans, ihr fahrt zu diesem Tönz, erklärt, was da los ist, und im Zweifelsfall braucht er halt Personenschutz. Und ihr sucht nach... Wolf, das ist alles heiße Luft. Ja, wahrscheinlich. Aber was machen wir, wenn irgendeine Knalltüte plötzlich doch rumballert? Dann gucken wir uns alle ganz blöd an. Und ihr sucht diese Andrea Rotschek. Adresse? Ist unklar. Auszug unter Tränen, Andi weiß nicht wohin. Stand vor 6 Wochen in der Zeitung. Danke, Hirn. Warte mal eine Sekunde. Super, dass das geklappt hat. Die Viecher waren im Garten. Kommt's rein. Das ist die Bijou, die gehört der Silke. So, Bijou. Oh. So. Herr Tönz? Jung, mein Kollege Moa. Sekunde, Silke. Was zum Trinken? Kaffee, Tee, Cola steht auf dem Tisch. Gießt euch einfach ein. Ich komm gleich. Hab noch ein Telefonat. Wichtig. Fernsehen. Pass auf, ich hab dir diese Liste geschickt, okay? Jetzt hör mal kurz in Track 3 rein. Und zwar Liebespaar. Du und ich. Yeah! Und das ist für mich genau die Single. Verstehst? Also für mich ist damit die Silke so gut wie in den Charts. Also hör mal rein und dann rufst mich zurück. Ciao, das war der Stevie. Servus. Ach, Scheiße. Blöde Retouren. Ich hab der Silke 100-mal gesagt, sie soll zur Post bringen. Wenn die einmal was bestellen würde, was ihr auch passen würde. Ja? Macht es deine auch, ja? Retouren. Aber servus erst einmal, du. Ich bin der Stevie. Servus. Jung, ihr Hund hat da gerade hingepinkelt. Jetzt Bijou! Hau mal ab! Herr Tönz, wir sind eigentlich da, weil wir... Ah ja, die Wildschweine. Die haben mir den Zaun niedergetrampelt und dann das Beet platt getreten. Wie schaut denn das jetzt aus? Also ihr fotografiert jetzt den Schaden und dann schickt sie eure Kollegen vom Bezirksamt und zieht mir einen Zaun wieder hoch, oder was? Herr Tönz, wir haben ungesicherte Hinweise darauf, dass Ihre Ex-Frau einen Anschlag auf Sie in Auftrag gegeben hat. Die Andi ist ja geil drauf, ey. Und habt ihr sie festgenommen, oder was? Nein. Leider sind Ihre Frau und der verdächtige Mann nicht auffindbar. Die laufen noch frei rum, oder was? Und das sagt sie mir jetzt erst.
Ja, was soll ich jetzt machen? Eingraben oder was? Rollos runter! Haben Sie vielleicht eine Ahnung, wo wir sie finden könnten? Ja, die wird beim Udo Kors untergekommen sein, im Tonstudio. Ich geh mal volle Bescheid sagen. Ey, sag mal, meint die Andi das jetzt ernst oder was? Hat sie denn ein Motiv? Ja, Walle. Wir haben Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort. Mädchen, worum geht's denn im Leben, ha? Kohle. Hast du mal Zeitung gelesen? Ja. Weißt du, was da drin steht? Die Andi wirft mir vor, ich hätte unser Vermögen in den Bahamas versteckt. Und, haben Sie? Hallo? Wo ist denn hier ein Vermögen, hä? Was hätte Ihre Ex-Frau dann für einen Nutzen davon, Sie umbringen zu lassen? Meine Risikolebensversicherung, ja? Die kassiert 500.000 bei meinem Abgang. Haben wir nach der Hochzeit abgeschlossen, im Rausch der Gefühle. Ist immer scheiße, sowas. Bijou, komm mal her. Hier? Ja, Bijou. Ja, du bist meine Bijou, gell? Du beschützt den Papi. Oh, Bijou, du Ferkel! Na, schon die Fußabdrücke der Wildschweine fotografiert? Ja, sind schon zum Abgleich im Forstamt. Mittlerweile kann ich verstehen, weshalb seine Frau einen Killer organisiert hat. Super Personenschutz, muss ich schon sagen. Ihr hängt hier im Garten rum und ich scheiß mir drin ins Hemd. Habt ihr wenigstens schon mal so eine Beschreibung von dem Killer? So Phantombild für die Fahndung, das wäre super. Wen rufen Sie an? Medien, Abendschau, Mittagsmagazin. Ey, die Öffentlichkeit ist jetzt wohl mein bester Schutz, oder? Solange wir hier ermitteln, geht gar nichts an die Presse. Sonst kriegen Sie eine Anzeige wegen Verleumdung, klar? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, Martin, ich bin Stevie. Hat sich erledigt. Servus. Super. Ich darf mich also erst wehren, wenn die Andi mich abgeknallt hat. Ihr seid komplett irre. Dann mach mal wenigstens ein Foto oder ein Selfie mit deinem dicken Freund. Hey! Naja. Sie schon wieder? Frau Rotschek, Sie haben sich eben im EKH einer Befragung entzogen. Ist Ihnen das bewusst? Naja, ich weiß. Aber im Moment passt es gerade nicht so. Dürfen wir? Na gut. Andi, gibt's Probleme? Moin. 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 Und Sie sind? Typhoon Bella. Das ist mein Bärli. Frau Rotschek, ich muss Sie bitten, uns aufs Revier zu begleiten. Und das Bärli auch. Wenn es unbedingt sein muss. Frau Rotschek, Sie haben uns angelogen, weil Ihre Beziehung nicht an die Medien darf. Die Familie vom Typhoon, also die türkische Seite, die ist wirklich sehr traditionell. Was heißt traditionell? Na ja, wenn die über die Zeitung erfahren, dass ihr Sohn mit einer 10 Jahre älteren Deutschen zusammen ist, mein Gott, die würden mich steinigen. Oder, Herr Koban? Frau Rotschek, wir machen keine Presseerklärung. Wir möchten gerne wissen, was Sie und Herr Bella heute Morgen im Fitnessstudio besprochen haben. Also um Selfies machen kann es ja wohl nicht gegangen sein. Alles gut. Ich habe einen Typhoon gebraucht, dass er mich so ganz fest in den Arm nimmt, wissen Sie? Für mein Herz habe ich ihn gebraucht. Sonst hätte ich diesen ganzen Mist mit dem Stevie überhaupt nicht ausgehalten. Mein Anwalt hat mich angerufen. Der Anwalt hat herausgefunden, dass Stevie Tönz die Rechte für den Song Bier rein, Brust raus schon vor 3 Jahren verkauft hatte. Die Andi war total fertig. Ich dachte, Sie kennen sich ein wenig aus mit Jura. Urheberrechte darf man nicht verkaufen. Ja, aber die Nutzungsrechte schon. Mein Anwalt hat gesagt, es ist wasserdicht, weil ich das mit unterschrieben hätte. Das muss der Stevie gefälscht haben oder so. Ah, und deshalb hat sie Herr Bella heute früh getröstet. Ja, der Typhoon, der hat wirklich ein Herz wie Samt. Wie da jemand nasse Sachen gehört haben will. Ich meine, okay, meine Sachen waren nass, weil der Typhoon aus der Dusche kam. Wo haben Sie denn die Andi Rotschek kennengelernt? Die Andi, die habe ich im Fitnesscenter kennengelernt. Woher kennen Sie denn Bella eigentlich? Der hat bei meinen Auftritten Security gemacht.
Security? Ja, ich mache manchmal Security für einen Freund. Das ist aber ein netter Freund, der einen Autoknacker für Security arbeiten lässt. Oder kennt er Ihre Vorstrafen noch nicht? Und das Fitnessstudio linken Sie auch? Ich teile mir die Karte mit einem Kumpel. Also. Wo ist die Waffe? Was für eine Waffe? Ich habe keine Waffe. Verarschen Sie uns nicht. Wir wissen, dass Sie eine Waffe haben. Was für eine Waffe, Mann? Der Hassan, mit dem ich mir die Karte teile, der hat die mir mal mitgegeben. Der hat eine Schreckschusspistole. Eine Schreckschusspistole. Natürlich weiß ich, dass der Taifun ein Weiberheld ist, aber die Mama Türkin, der Papa Deutscher. Da kommt man als junger Mensch ins Trudeln. Wo ist man zu Hause? Der Papa Türke, die Mama Deutsch, da kommt man schon mal durcheinander. Ich weiß, was das heißt. Der Taifun und ich, wir sind keine Mörder. Wir sind mal höchstens zwei so kleine Schiffbrüchige, die irgend so einen Floß gefunden haben. Mein Gott, jetzt geht's schon wieder los. Danke. Moment. Dankeschön. Bitteschön. Geht schon wieder. Claudia, ich habe heute hier am Tisch noch kein einziges Wort gehört, was mich irgendwie überzeugt hätte. Wie? Ja? Danke, Claudia. Ich geb's weiter, ja, danke. Franzi. Und? Ja, was wohl. Hm? Wo sind Tönz? Musste mal. Herr Tönz? Das ist diese eiskalte Seite von der Andi, verstehst du? Ich mich fühle Panik, total Panik. Todesangst, das ist super. Ja, dann machst Todesangst, das ist dramatisch. Hey, spinnst du? Das ist Fernsehen. Die Vorwürfe gegen ihre Ex haben sich nicht bestätigt. Ja, aber das geht nicht. Was geht nicht? Die Hinweise auf eine mögliche Bedrohung waren ein Missverständnis. Super. Jetzt kommt ein ganzes Kamerateam. Dann sollten Sie besser absagen. Habt ihr überhaupt Beweise für dieses Missverständnis? Ich kann euch eins sagen, die Andi ist wirklich eine total durchgeknallte. Herr Tönz, das war kein Spruch mit der Verleumdung. Schönen Tag noch. Erst Angst machen und jetzt verduften, oder was? Jetzt bleibt's doch für ein Foto! Ey, Bijou, du nervst! Kommst du noch mit ins EKH, Berli? Die müssen noch meine Hand röntgen. Die pochert und pochert. Nee, ich muss noch trainieren. Ach, Herr Bella. Ich bin bis 18 Uhr im Büro. Bis dahin hat Ihr Freund Hassan seine Schreckschusswaffe bei mir vorgezeigt. Einschließlich des kleinen Waffenscheines. Ist das klar? Ja, ist klar. Ciao. Mein Gott, ganzer Aufwand wegen einer kleinen Funukerei. Entschuldigen Sie, Frau Fischer, aber das war wirklich eine Ausnahmesituation. Ich weiß nicht, kann ich mich irgendwie revanchieren bei Ihnen? Ach, das ist schon in Ordnung, Frau Rotschek. Passen Sie einfach auf sich auf, ja? So, okay. Geht mal. Krawatte, alles gut. Alles gut. Ja. Du machst echt einen Fehler, das weißt du. Ach komm, der ist doch kein Killer. Hey, Andi. Andi, könnten wir vielleicht ein Selfie mit ihm machen? Ja. Sehr freilich, Burschen, geht's her? Sag. Achtung. Und eins noch. Ich hab's gerochen. Taifun Bella, Hassan Ramzi und Mehdi Korkmaz. Die drei Jungs aus Harburg, damals die Kings. Und heute? Naja, heute. Hassan macht Security und Mehdi Korkmaz arbeitet bei seinem Onkel in Import-Export. Hallo? Hallo was? Hallo Vorurteile? Ey, wenn die wollen, dann holen die sich das Geld. 500.000 Euro sind bei der Lebensversicherung von Tönz fällig. Tarek, die ganze Geschichte hängt an einer trüben Tasse, die nasse Sachen gehört haben will. Du hast selber Franzi und Hans heute früh zum Person... Ja, und die sollten die Umstände prüfen, und das war auch richtig so. Ja, aber ich finde, wir so... Tarek, getretener Quark wird breit, nicht stark. Ist von Goethe. Die Oktoberfeste, die da bin ich wieder Tour. Ich erfinde mich ständig neu. Neues Album, neue Tour. Wie heißt denn, da bin ich schon wieder? Ja, Wahnsinn, das ist eine super Idee. So ja. Hallo, Roger. Schön, dass Sie noch mal vorbeigekommen sind. Ja, das war der Schmerz. Gell? Das Ergebnis des Bluttests liegt jetzt vor. Sie hatten heute früh bei Ihrem Unfall 0,5 Promille Alkohol im Blut. 0,5? Ein kleiner Pickel in der Früh? Ist doch okay. Nein, das ist nicht in Ordnung. Ich halte gar nichts davon, wenn Frauen während der Schwangerschaft Alkohol trinken. Was, ich bin schwanger? Das passt eigentlich so gar nicht. Was passt nicht? Sie wussten das nicht?
Also, ich hab's mir mal gewünscht. Ja, aber dann ist es doch gut. Naja, ihr werdet sich schon freuen, oder? Na klar. Sie haben also keine Adresse von ihm, ja? Oh, das ist bedauerlich. Nein, nein, im Moment liegt nichts gegen ihn vor. Wir würden ihn einfach gerne wegen dem Sachverhalt befragen. Okay. Teşekkür ederim, sağ olun, iyi günler. Aber getretener Quark. Alles okay zu Hause? Das war die Mutter von Taifun Bella. Du kannst einfach nicht die Finger von der Sache lassen, ne? Ja, Claudia, Taifun Bella wohnt schon seit Monaten nicht mehr unter seiner Meldeadresse. Ja, er ist ausgezogen und hat es einfach noch nicht geschafft, sich umzumelden. Ja, und die Mutter weiß nicht, wohin er gezogen ist, weil die Streit hatten. Wieso? Ja, weil die Freundin von Taifun Bella der Mutter nicht passt. Andi Rocek. Nein, nein, Janina, 19 Jahre alt und ist schwanger. Und die wohnen sehr wahrscheinlich zusammen. Hey, Rocek und Bella, die haben uns ein Theater vorgespielt, glaub mir. Ob sich der Schütze noch in dem Haus aufhält, ist unklar. Bitte Objekt weiträumig absperren und entsprechende Lagemeldung. Ja, ja, die Kollegen sind schon auf dem Weg. Selbstverständlich. Machen wir. Was ist denn passiert? Es gab Schüsse bei Stevie Turns. Eine Nachbarin hat eine verdächtige Person gesehen. Schönen Gruß vom LKA. Wir überprüfen bitte sofort die Alibis von Rojek und Bella. Bei Bella geht das nicht so schnell. Wieso? Weil seine Meldeadresse nicht richtig ist und wir nicht wissen, wo er wohnt. Es könnte sein, dass Andi Rucek und Taifun Bella hier eine Show abgezogen haben. Nee, ist ja ein Ding. Ich hab's ja gesagt. Ja. Klugscheißer, ne? Bitte 21, 23 zu Anton, bitte zu Ort. Wir haben was Verdächtiges gehört. Zu, wir gehen hinten rein. Scheiße. Das ist ein Massaker. Der Täter muss geflohen sein, als wir eingetroffen sind. Und es gab keine Verletzten? Nein, nur Sachschaden. Er ist verstanden. Ich habe sie noch röcheln hören, als ich ihr die Herzdruckmassage gegeben habe. Ja, aber jetzt ist der Hund tot. Ja, aber das heißt ja heutzutage nichts. Kannst du ihr nicht so eine Adrenalinspritzen geben oder sowas? Nein, kann ich nicht. Oder ein Defli, Defili, mal hilf ihr heute. Das ist ein Hund. Bist du überhaupt der richtige Arzt, hä? Wieso? Wieso? Ich hab nur versucht, sie zu retten. Also, ich war duschen. Hab die Musik ganz laut aufgedreht. Hier die Anlage, ja? Mein neuen Hit, Liebespaar. Du und ich sind ein Liebespaar, sind ein Liebespaar. Herr Töns? Ja, okay, okay. Also, ich hab mich abgetrocknet und bin ins Wohnzimmer, um mein Telefon zu holen. So, jetzt brauche ich erstmal einen. Für mich auch, Stevie. Das halte ich für keine so gute Idee. Sagt er im Arztkostüme. Ja. Macht doch, was ihr wollt. Herr Töns, können wir zurückkommen zum Sachverhalt? Ja, ja, ganz langsam, Mädchen. Ja? Ich komme hier rein und da steht der Killer mit Waffe in der Hand. So ein Kaliber. Wie sah der Mann aus? Er war ja voll total maskiert. Ja, Sturmhaube, Handschuhe. Ich hab die Arme hochgerissen und er, bam, schießt auf mich, voll hier durch den Ärmel, hier in die Wand, zack, da. Ich war total im Schock, ja, hab mich sofort hinter der Couch versteckt, so mit Hechtsprung. Hier, zack, geh runter. Er, bam, zweiter Schuss, knallt dir den Köter ab, ey. Ich bin dann sofort ins Schlafzimmer und hab mich versteckt, ja.
Warum haben Sie nicht die Polizei informiert? Ja, das wollte ich ja gerade machen, aber da habe ich euch schon gehört. Hier, tatütata. Ja, um Gottes Willen, das ist ja schrecklich. Frau Rotschek, er ist unverletzt. Das ist der bisherige Stand. Oh. Aber wer schießt denn auf meinen Stevie? Das ist doch so ein Lieber. Ja, und das ist hier die 500.000-Euro-Frage, Frau Rotschek. Ich war im Elbkrankenhaus bei der Frau Dr. Jonas. Entschuldigen Sie, wie blöd wäre das von mir, wenn ich nach all Ihrem Theater auf den Stevie schießen würde. Und wir haben da eher Ihren Freund im Visier. Typhon Bella ist nämlich mit einer schwangeren 19-Jährigen zusammen. Haben Sie zugehört? Ja, ich höre. Meine Güte, jetzt legen Sie endlich mal die Karten auf den Tisch. Wissen Sie, wie das ist, wenn man einfach nicht mehr weiter weiß? Nö. Ich habe einen Typen gesucht, der zupacken kann. Typhon Bella. Ich habe gewusst, dass ich ihn entweder im Billardtreff in der Talstraße finde oder im Fitnessstudio. Und da habe ich ihn heute früh angesprochen und gefragt, ob er beim Stevie ein bisschen Inkasso macht. Also vielleicht drohen mit einem Baseballschläger oder so. Halt irgendetwas, damit der Stevie endlich ein Geld rausrückt. Und wieso haben Sie uns das nicht vorher gesagt? Weil Sie daherkommen und von Auftragskiller sprechen. Da habe ich einen Schock gehabt und der Taifun auch da. Da bin ich gesessen mit dem Taifun und ich habe gesagt, lieber Taifun, nimm die 500 Euro und vergiss das Inkasso. Und dann sind Sie hier auf dem Hof eingebogen und da hat der Taifun gemeint, dass wir ein bisschen Liebespaar spielen, damit nichts an ihm hängen bleibt. Und jetzt schüttelt er wieder mit dem Kopf. Sie müssen mir bitte schön glauben. Frau Rotschek. Halten Sie sich bitte zur Verfügung, ja? Das LKA will Sie noch befragen. Entschuldigen Sie, ich bin halt so nah am Wasserbad. Ihr lieber Taifun, hab kein Herz aus Sand. Dieser Typ, der kommt aus einem kriminellen Milieu. Das sind gierige Menschen. Und die wissen, dass bei Ihnen 500.000 Euro zu holen sind, wenn Stevie Tönz stirbt. Also, Frau Rotschek, Sie haben da echt was ganz Fatales losgetreten. Aber wissen Sie, ich habe ein Lebensmotto. Am Ende geht sich doch noch alles gut aus. Wie viele Wolken am Himmelszelt auch stehen, gib niemals auf, am Ende geht's doch gut aus. Ey, so eine richtige Schauspielerin, ja? Wir fahren jetzt am besten in die Kneipe, vielleicht treffen wir den Typhon Bella und du funkst den Wolle an, okay? Na, da backt sich aber gerade richtig einer ein Ei drauf. Das habe ich gehört, Claudia. Das solltest du auch. Wir können los, die brauchen uns nicht mehr. Jo. Der Killer war ein totaler Dilettant. Weil er nicht getroffen hat? Ja, wundert mich auch nicht bei der Tatwaffe. Offenbar wurde ein unhandlicher Revolver benutzt. Sicher, dass es ein Revolver war und keine Pistole? Da sind keine Hülsen da. Vielleicht hat der Täter sie ja eingesammelt. Jemand, der Hülsen sammelt, geht planvoll und überlegt vor. Haben der bei vollem Tageslicht mit Skimaske und Handschuhen durchs Wohngebiet? Wahrscheinlich eher nicht, Frau Rotschek. Entschuldigung? Moment, Sie können da nicht rein, das ist ein Tatort. Passt schon. Stevie. Ach nee. Also, du hast echt Nerven. Stevie, ich müsste mit dir mal unter vier Augen sprechen. Spatzi, wenn du irgendwas gestehen willst, bitte, hier ist deine Bühne. Sind mehr Zuhörer als bei der letzten Tour. Ich bin schwanger. Ja, Glückwunsch. Und mir sind heute Kugeln um die Ohren geflogen. Achte Woche des Babys von dir. Und wie soll das bitte funktionieren? Ja, wie funktioniert denn sowas, Silke? Dass uns die Würde nicht allein zum Schlagerpreis schicken. Stevie? Du Arsch! So, ganz langsam, ja? Das möchte ich erst mal schriftlich haben. Das haben wir uns doch ewig gewünscht. Ein kleiner Stern, der unseren Namen trägt. Spatzi, habe ich jetzt ein Brett vor dem Kopf oder was? Ich kapiere gar nicht, was du willst. Mich abknallen lassen oder soll ich jetzt Windeln wechseln? Ich will ja zweite Chance. Wir beide sind wir doch ein Dreamteam. Bier rein, Brust raus, das sind wir. Du Musik, ich Text. Okay, das sind doch alte Geschichten. Ich brauch dich und du brauchst mich.
Siehst du das doch, wirst mit der Silke flopst. Liebespaar, Liebespaar. Ich meine, bitte, ist das Lidl komplett von dir? Die ganze CD von der Silke ist von mir, ja? Ja, siehst du das. Was? Ja, Loja, kennst du keine Qualität mehr? Ich meine, bitte, Liebespaar, Liebespaar, das ist doch albern lächerlich. Ich bin lächerlich? Nein, nicht du, der Text. Komm, Andi, hau ab. Und das Kind machst du auch gleich weg. Mann, du Scheißding. Nicht Ihr Glückstag heute, was? Hallo, Herr Bella. Wir hätten da noch ein paar Fragen an Sie. Ja, kein Thema. Sie kiffen aber nicht alleine. Doch. So, so. War das Ihr Freund Hassan? Ja, keine Ahnung, warum der abhaut. Es ist eigentlich der Hassan, der um 18 Uhr meiner Kollegin seine Schreckschusspistole vorführen sollte. Was haben wir denn hier? Schwarze Afghane. Wo waren Sie heute zwischen 15 und 16 Uhr? Hier, wir haben gedaddelt. Zeugen? Hassan. Wir fahren Sie jetzt aufs Präsidium. Das LKA will Sie noch befragen. Warum? Wir haben gar nichts gemacht. Ehrlich? Wenn Typen wie du anfangen müssen mit ehrlich, ich schwöre. Hey, raus jetzt. Tschüss zusammen. Typhoon Bella leugnet, die Schüsse auf Tönz abgegeben zu haben? Franzi, natürlich leugnet er. Ich meine, schließlich geht es um einen Mordversuch. Aber Moment mal, Bella und seine Freunde versuchen, Stevie Tönz zu erschießen, um danach die Profiteurin seiner Lebensversicherung auszunehmen? Das LK findet den Gedanken gar nicht mal abwegig. Na prima, dann sollen die sich doch auch die Zähne dran ausbeißen. Keine Tatwaffe, kaum Spuren. Das wäre zähe Ermittlung. Aber zum Glück werden wir ja bald jedes noch so unwichtige Detail in der Zeitung nachlesen können. Bald? Geht schon los. Schüsse auf Stevie Tönz. Schickt Andi ihm den Killer nach Hause? Halleluja. Und hier schon der erste Rückblick auf 10 Jahre tödliche Leidenschaft. Die Trauung von Andi und Stevie ganz romantisch mit 300 guten Freunden auf der Giant Sea Ranch bei Husum. Wir können also auch Country. Moment mal. Hans, die tragen Colts. Das Motto ihrer Ehe, Eternal Love, bis zur letzten Kugel. Wolle, mach einen Ausdruck. Jetzt lass doch mal diese Scheiß-Retoure, das mache ich später. Sagen, dass mein ganzes Zeug dich wahnsinnig macht. Du bist ja alles zurück. Aber ich brauch dich jetzt hier. Das Fernsehteam kommt doch gleich, Spatzi. Ich bin nicht Spatzi. Nein, natürlich nicht. Du bist mein Schmusemausi-Mausilein. Ich hasse dich. Ich dich auch. Oh nein, die schon wieder. Es kann ganz schnell gehen, Herr Tönz. Die Colts? Das war ein Gag fürs Foto. Haben Sie die Waffen noch? Hey, Leute, das war ein Spielzeugknarren. Der hat dich aus dem Kostümverleih. Nein, die Waffen sind echt. Colts, 357 Magnum. Und genau so einer Waffe wurde auf Sie geschossen. Magnum? Das ist ja der Wahnsinn. Ey, das ist der absolute Wahnsinn, ey. Und Sie sind der einzige Zeuge. Und die Frau Struck? Ja, es ist wirklich ein Segen, dass Ihre Nachbarin irgendjemanden im Garten gesehen hat. Was wolltest du mir jetzt eigentlich erzählen? Dass Sie den Anschlag auf sich selbst inszeniert haben. Sag mal, ihr redet total am Rad. Abgang, aber sofort. Hey, das ist Privatsache, ja? 2 Schritte zurück. Hey, wie ist denn er drauf, hey? Ich tippe mal darauf, dass Sie Ihren Bademantel auf einen Hügel gehangen haben und ihn selbst durchschossen haben. Es ist nur blöd, dass das mit der Bijou passiert ist. War das Absicht? Oder Künstlerpech? Stevie. Schwör, dass es nicht stimmt. Ich hab die Bijou genauso geliebt wie du, Spatzi. Ich bin nicht Spatzi! Du hast sie!
Das ist gar nicht so dumm. Spuren zu legen, die auf einen unbekannten Dritten hinweisen. Und das vorläufige Versteck? Genial. Haben Sie dazu etwas zu sagen, Herr Tönz? Ihr könnt's mich mal am Arsch lecken. Herr Tönz, das ist nur eine Waffe. Haben Sie die zweite auch noch im Haus? Andi, wo kommst denn du plötzlich her? Gehen Sie rein, rufen Sie den Notarzt! Frau Rotschak, geben Sie mir die Waffe. Er hat's verdient. Er hat's verdient, oder? Und Dr. Chivago, das ist mal ein richtiges großes Kino, oder? Großes Kino. Silke, schau's mal, wer schon alles da ist. Andi, wie fühlst du dich? Andi, zur Seite. Jawohl, danke. Andi, bist du schwanger? Stevie, komm! Ein O-Ton, bitte! Komm! Hi. Ja, genau. Ich liebe euch. Hey, hallo. Einmal hierher gucken. Ah, genau. In zwei Wochen kommt die Single Liebesbrief. Boah, krass. Da kommt er ja nun überhaupt nicht mehr aus den Schlagzeilen raus. Verdient er ihm gleich noch ein bisschen Geld damit. Schlimm. Und Andi zahlt die Zeche. Und sie hat ihren Mann angeschossen. Wie war das noch? Große Gefühle sind immer scheiße. Aha. Ist das auch von Goethe?